Hallo liebe Astro-Rebellen, wir haben heute am 28. Januar unseren Vollmond im 9 Grad Löwe. Mit diesem Vollmond wird man energetisiert, man bekommt neue Impulse, denn Löwe ist ein Feuerzeichen in der Astrologie, es ist ein dynamisches Zeichen und man kann viel Mut auftanken mit diesem Mond und auch die eigene Motivation kräftiger machen. Auch Selbstliebe gehört zum Sternzeichen Löwe. Denn Löwe wird von der Sonne beherrscht. Die Sonne symbolisiert unser Ego, unsere persönliche Ausstrahlung. Und Löwe ist auch ein Zeichen, welches mit unserem Herzen verbunden ist. Anatomisch gesehen wird das physische Herz, also das anatomische Herz, der Sonne zugeordnet. Denn das Herz in unserem Körper Wärme und Leben spendet und natürlich Blut. Aber die Funktion unseres Herzens besteht darin, hauptsächlich Leben zu spenden, das auf der materiellen Ebene, auf der spirituellen Ebene, spricht man hier von einer lebendigen Kraft, die uns motiviert und unser Herz in allen Ebenen, also in der physikalischen Ebene sowie auf der psychologischen, spirituellen Ebene stimuliert und kräftiger macht. Löwe betrifft auch das Thema Durchsetzungsvermögen, ähnlich wie Widder und Mars. Aber hier ist man stolz auf dem, was man bis jetzt in seinem Leben erreicht hat. Dadurch, dass dieser Mond, der vorletzte Mond vor dem Frühlingsbeginn ist, dann hat man das Gefühl, einen Endpunkt in seinem Leben erreicht zu haben. Eine Vollendung. Denn wir wissen ja, dass Vollmonde auch Monde der Vollendung sind. Und jetzt haben wir diese feurige Energie unterwegs. Sie ist in der Luft. Darüber hinaus kann man mit diesem Mond auch für mehr Wohlstand in seinem Leben sorgen. Denn wie ich gesagt habe, Jupiter ist mit der Sonne in Konjunktion, in Wassermann. Und Jupiter steht für Expansion, unter anderem auch Wohlstand. Saturn ist auch in der Nähe. Saturn hat auch mit dem Thema Wohlstand zu tun. Und beide Planeten, Saturn und Jupiter, haben mit verschiedenen Anteilen dieses Thema ja, zu tun, also Thema Wohlstand. Und es ist eben eine Energie, die auch hilfreich sein kann, wenn man seine Finanzen vermehren möchte. Dennoch, dadurch, dass Saturn hier ganz nah ist, dann muss man sich extra anstrengen, bis man die gewünschten Ergebnisse sehen kann. Und man hat neue Möglichkeiten, wie immer im Leben, aber diese Möglichkeiten kommen nicht von alleine durch den Mond, sondern man muss auch sich ein bisschen anstrengen, weil diese Feuerenergie
fördert viel Arbeit und viel Action und dementsprechend ist dieser Mond nur ein Hinweis darauf, dass neue Möglichkeiten gibt es, aber wenn man diszipliniert ist, das ist etwas, was man hier im Klaren sein muss mit diesem Mond in Löwe. Löwe ist auch ein Zeichen der feurigen Emotionen, das heißt Emotionen, die man verdrängt hat die ganze Zeit. Diese kommen zum Ausbruch, vor allem innerhalb der 5 Tage nach diesem Mond, also nach dem heutigen Tag, dann werden wir sehen, dass die meisten Emotionen, die man verdrängt hat, die kommen dann wieder hoch und man erkennt, ja, das hat mich die ganze Zeit gestört und jetzt kommt man langsam zur Sache und ich meine mit seinen Mitmenschen und falls irgendein Thema hängen geblieben ist, dann muss man für mehr Klarheit sorgen, aber es kann eine Herausforderung dabei sein, nicht emotional zu werden, denn Löwe ist ein sehr emotionales Zeichen, ja? Also wenn Mond in Löwe ist, dann möchte man mehr Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommen, sei es im Geburtsradix, sei es an den Transiten. Also man möchte Aufmerksamkeit von seinen Mitmenschen bekommen. Und das ist meistens ein bisschen schwierig, ja? Weil mit den Feuerzeichen hat man die Neigung zu übertreiben. Und hier haben wir Mond in einem Feuerzeichen, da kann man ein bisschen übertrieben seine eigenen Emotionen äußern. Liebe Astro-Rebellen, also je nachdem, wo euer Mond in euer einzelnen Geburtshoroskope, Geburtsradix steht, dann wird dieser Mond einen anderen Einfluss haben. Natürlich muss man das ganze Horoskop in Betracht ziehen, um sich ein klareres Bild über die individuellen Einflüsse zu machen, aber man bekommt eine Idee darüber, wie diese Energie im eigenen Leben wirken, wenn man sich zumindest die Hausstellung dieses Vollmondes in Löwe anschaut. Ja, also zum Beispiel, wenn man Vollmond in Löwe im ersten Haus hat, dann muss man mehr an seiner Selbstliebe arbeiten. Man bekommt eine neue Perspektive, eine größere Perspektive von dem eigenen Leben und von sich selber. Ja, und es kann auch sein, dass man sein äußerliches Aussehen verändern möchte. Das betrifft vor allem das Sternzeichen Löwe und wir haben den Vollmond in Löwe. Und je nachdem, in welchem Haus dieser Mond fällt, dann kann man etwas anderes sagen. Aber ich möchte dieses Video nicht so lang machen, liebe Astro-Rebellen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit mit diesem feurigen und leidenschaftlichen Mond in Löwe. Alles Gute wünsche ich euch und bis zum nächsten Neumond.